Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine ganz schnelle und einfache Suppe. Und zwar eine Tomatengemüsesuppe. Ja, mit Nudeln drin. Und je nachdem, wie viel Nudeln man reinmacht oder wie viel man insgesamt kocht, ist das entweder als Vorspeise oder als völliges Hauptgericht zu sehen. Was ich da gemacht habe, wie ich es gemacht habe, das seht ihr jetzt. An Zutaten brauchen wir Cherrytomaten, Stangensellerie, Möhren, Zwiebel, Tomatenmark, eine Dose gestückelte Tomaten, an Trockengewürz etwas Oregano, als Special Sambal Oleg, man kann natürlich auch Chili oder Pfeffer nehmen. Eine Gemüsebrühe, ja, diesmal fertig gekauft. Ich bin mal gespannt, wie die ist. Die ist relativ neu. Und als Einlage Pasta. Und natürlich, wie immer, Salz und Pfeffer. Zuerst werden die Zwiebeln geschält und in mittelgroße Würfel geschnitten. So, jetzt stellen wir uns einen Topf auf, geben etwas Olivenöl hinein und wenn mein Probezwiebelstück anfängt zu blubbern, also Blasen zu schlagen, kommen jetzt die zwei Zwiebeln hier gleich hinein. Gehen mit der Hitze etwas zurück. 4 von 9 und lassen diese jetzt glasig werden. In der Zwischenzeit bereiten wir uns unser Gemüse vor. Ich habe die Selleriestangen einmal in der Mitte durchgeschnitten und jetzt schneiden wir uns hier ja so in etwa quadratische Würfel herunter. Und die Möhren habe ich gewaschen, aber nicht geschält, weil die sind sowas von sauber und da finde ich es schade, wenn man da zu viel abschneidet dran. Also Möhren so in etwa die gleiche Größe wie Sellerie. Ja. So, unsere Zwiebeln werden langsam glasig. Jetzt kommt unser Tomatenmark dazu. Und ein Teelöffel vom Sambal Oleg. Hier muss man aufpassen, ich habe das also hier dieses feurig scharf. Es ist wirklich scharf, also man sollte da nicht übertreiben. Wäre schade drum. So, jetzt gehen wir mit der Platte wieder etwas hoch. Und lassen sowohl das Mark, Tomatenmark, als auch das Sambal Oleg etwas mit anschwitzen. Und sobald wir sehen, dass sich unten am Topfboden Schlieren bilden, dann ist unser Tomatenmark auch bereit dazu abgelöscht zu werden. Man sollte hier also auch aufpassen, Tomatenmark wird ganz schnell mal bitter. Ich glaube, ich hatte es wie immer natürlich vergessen. Ablöschen mit etwas Essig. Sollte ein Obstessig sein, bei mir ist es Apfelessig.
Den lassen wir jetzt komplett einkochen. Wenn hier also wieder Bratgeräusche entstehen am Boden, dann ist unser Essig verdunstet. Jetzt kommen unsere gestückelten Tomaten dazu. Um die Büchse richtig auszuspülen, habe ich jetzt hier schon mal von der Gemüsebrühe etwas hereingegeben. Und die kommt jetzt hier auch drauf. Die Büchse ist sauber. Und auch gleich der Rest der Gemüsebrühe. Und das Ganze lassen wir jetzt erstmal aufkochen. Und jetzt geht's ans Würzen. Und zwar ein oder zwei Teelöffel Oregano, etwas schwarzen Pfeffer und mit dem Salz. Das ist so ein bisschen davon abhängig, was für eine Gemüsebrühe ihr verwendet. Wenn ich meine eigene verwende, da ist gar kein Salz dran. Das heißt, das wäre jetzt hier ziemlich fade. Aber ich werde hier mal kosten, wie denn meine gekaufte Gemüsebrühe ist. Ja, die hat schon etwas Salz drin, aber etwas geben wir noch dazu, weil unsere Nudeln und das Gemüse wird auch noch etwas Salz herausziehen. Jetzt geben wir Möhren und Sellerie dazu. Immer am Rand einfüllen, damit es nicht so spritzt. Könnte etwas wehtun. Umrühren. Und wieder den Deckel drauf und weiter köcheln lassen. So, in der Zwischenzeit werden wir uns die Tomaten vierteln. Ich lege mir die immer so auf den Strunk. Macht sich das am besten. So, auch erledigt. So, 5 Minuten später rühren wir das Ganze nochmal um und geben hier, ja, je nach Topfgröße, bei mir ist das jetzt 200 Gramm Pasta, sollte also auch nicht zu allzu große sein oder zu, ja, zu große. Und verrühren wir jetzt nochmal. Und jetzt kommen unsere frische Tomaten dazu. Auch wieder verrühren. Bei den Nudeln, die ich hier reingegeben habe, stand nichts auf der Packung drauf. Man sollte kosten, wann sie al dente sind. Also okay. Ich schätze mal, die Größe der Nudeln werden ja dazu führen, dass das Ganze in wenigstens 5 bis 8 Minuten gar ist, also die Pasta gar ist. Und ja, dann ist unsere Tomaten-Gemüsesuppe auch schon wieder fertig. Also erstmal Deckel drauf und 5 bis 8 Minuten. So, es waren denn doch 15 Minuten. Also so kann man sich verschätzen. Pasta in sprudelndem Wasser zu kochen ist natürlich ganz was anderes und geht viel schneller als in solch einer Suppe. Und ja, wir sind fertig, wir können jetzt anrichten. Wem das Video gefallen hat, gerne einen netten Kommentar, gerne auch einen Daumen nach oben. Und wer noch kein Abo hat, ja, einfach abschließen. Also, bis zum nächsten Mal.